Hi. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Oder vielleicht sogar kuriose Sachen aus der Werkstatt. Ist heute echt so ein Ding. Boah. Ja, es gibt doch schon mal kuriose Sachen. Ja, richtig kuriose Sachen. Hier haben wir zum Beispiel einen T5. Kunde bemängelt. T5 VW Bus. Ja, auch relativ neu noch. Kunde bemängelt, dass er ein Klappergeräusch oder ein Klappern hat hinten, von der Hinterachse. Ja. Da haben wir mal ein bisschen gesucht. Dieses Fahrzeug hatte eine Einzelradaufhängung. Das heißt, jedes Rad ist einzeln für sich aufgehangen. Keine starre Achse, also ist hier nicht mit einer Achse starr verbunden. Hier sind die Stoßdämpfer, hier sind die Federn. Stoßdämpfer ist einzeln und Feder ist auch einzeln. Meistens ist ja bei Vorderachse Stoßdämpfer und Feder in einem. Oh, habe ich jetzt leider gerade ein bisschen erwischt mit der Kamera. Ich kann nochmal draufhauen, guck mal. Das geht auch. Aber wir haben hier etwas Sonderbares. Leuchten wir hier oben rein, Holger. Hier, guck mal, da kann man schön sehen, hier ist nämlich die Feder gebrochen. Kein Wunder, dass das Ding hier die Klapper macht. Ne? Tja, ich würde sagen, tiefer gelegtes Auto, oder? Tiefer gelegt. Aber nur einseitig, da hängt ja das so. Das kommt meistens dadurch, die sind mit so einem Lack beschichtet, die Federn. Und dieser Lack geht kaputt mit der Zeit. Da kann man hier auch sehen an dieser Stelle. Vielleicht schauen wir das mal raus. Ne? Können wir nicht runter, ne? Guck mal, aber hier. Pass auf, zieh mal. Ja. Da haben wir den Jungs schon die halbe Arbeit gemacht, ne? Oh, ist die Feder raus. Und hier kann man sehen, wie der Lack sich auflöst. Der Lack löst sich immer weiter auf. Hier, das bröselt hier schön weg. Das fängt immer weiter an, auseinander zu bröseln. So. Und dann ist das hier eben eine Stelle. Hier ist der Lack, der drauf ist. Und das rostet an der Stelle? Das rostet an der Stelle, wird an der Stelle instabil. Und das Ding federt natürlich mit einer extremen Kraft. Und dann bricht das weg. Wir haben jetzt hier auch schon. Das ist die andere Seite hier, genau. So, ne? Aber so, genau. Kann man eigentlich verhindern. Ist einfach bedingt durch Alter. Ja, kann passieren. Vielleicht auch oft schwer beladen. Meinst du, das klappert, wenn man hinten so mal... Unglaublich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es klappert. Ja, ja. Da machen wir es häufig wieder übersehen, ne? Ja, er wird häufig übersehen, aber beim TÜV fällt es auf jeden Fall auf. Der Wagen kommt so natürlich auf gar keinen Fall durch die Hauptuntersuchung. Vom Fahrverhalten her, Hinterachse merkt man es fast nicht. Aber. Fast nicht. Aber. Hört man das nicht? Ja, wenn hören tut man das, dieses Klappern hört man natürlich, aber man merkt es beim Fahrverhalten fast nicht. Aber und wenn ich in eine gefährliche Situation komme, dass ich mal bremsen muss und das Fahrzeug dabei auch noch lenken muss, dann kann das passieren, eine Lenkbewegung und ab, weg von der Straße. Wenn das Fahrwerk natürlich in der Form nicht mehr in Ordnung ist, wird der Bremsweg auf jeden Fall auch verlängert, wenn wir auch ein Problem mit den Stoßdämpfern haben. Und stellt euch vor, beim Bremsen, wenn man so eine Gefahrenbremsung hat und man ist gerade so die letzten halben Meter kommt man zum Stehen, wenn einem dann anderthalb Meter fehlt. Dann hat man anderthalb Meter kürzer. Genau, steht man schon im Kofferraum von dem anderen drin. Ja. Also Fahrwerk immer achtsam sein, wenn man Geräusche hört, auf jeden Fall direkt in die Fachwerkstatt. So eine Feder kostet 120 Euro circa. Aber nicht vergessen, immer paarweise wechseln, ja. Niemals eine Feder nur wechseln. Federn, Stoßdämpfer, alles was so mit dem Fahrwerk zusammenhängt, was das anbetrifft, paarweise machen. Paarweise, weil selbst wenn so eine Feder noch gut aussieht, ist die auf jeden Fall mit der Zeit, ist sie nicht mehr so dynamisch. So eine Feder hat einen gewissen Verschleiß. Die leiert ja auch aus, wie ein Kuli, meine das Feder. Das halt, ne? Wort hat mir gefehlt, ja. Es leiert aus. Ja. So, und dann, wenn man jetzt nur eine tauscht, zum Beispiel, sagen wir mal, Vorderachse, man würde nur einen Stoßdämpfer, eine Feder tauschen. Beim Bremsen, die Kraft geht ja gleich nach vorne, so nach vorne, aber welche Seite taucht dann tiefer ein, ja, die ausgenudelt ist? Feder, ja. Sag mal, vorne rechts ist neu, vorne links ist alt, man federt ein und blöp, kippt der Wagen natürlich in eine Richtung, Querlenker versucht es auszugleichen, und das kann natürlich zieht das Auto, gefährlich werden, ne? Zieht in eine falsche Richtung, zum Beispiel über Nässe oder sowas, bricht so ein Auto aus. Deswegen immer nur paarweise tauschen. Ja. Dann haben wir noch einen schönen Fehler. An dem Wagen nicht, sondern an dem da. Und das ist der Hammer. Das wird, also ich habe es heute, ich bin ja gerade hier beim Holger dazu gestoßen und er hat mir das erzählt. Und also ich war überrascht, dass es das gibt. Also, dass andere Sachen so gemacht werden. Ich versuche mich ja drum herum zu reden. Voller Punkt. Kunde kommt heute Morgen an und sagt, er hat ein komisches Geräusch, der hat den Wagen gestern Abend hingestellt, es war alles in Ordnung, hat heute Morgen gestartet und hat ein komisches Geräusch und die Motorkontrolllampe leuchtet. Was für ein Auto? Das ist hier dieser wunderschöne Mercedes Sprinter. Hat ein Geräusch, hört sich an, als wenn irgendwas in der Außenverlage wäre und die Motorkontrollleuchte ist an.
Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir heben den hoch. Nein. Wir lassen ihn laufen. Nein. Auch nicht. Nein. Was denn? Wir lesen ihn jetzt erstmal aus. So. Dongle. Die Fahrzeuge haben, wie die meisten natürlich auch wissen, hier die OBD-Schnittstelle. Klappe auf und dann kommt hier richtig rum der Dongle rein. Hiermit können wir jetzt Zündung an. Das komplette Fahrzeug auslesen. Zündung ist an und Jürgen liest jetzt mal das Motorsteuergerät aus. Ja, weil die Kontrollleuchte, die oben an ist, ne, die kann man ja hier oben auch sehen. Guck mal, da ist die Kontrollleuchte. Die sogenannte MIL. Verbindung zum Fahrzeug wird aufgebaut, Verbindung wird hergestellt. Was ist das? Abgastemperaturregelung. Lambda-Sondenheizung, Abgastemperatursensor vor und nach Kart, beide. Was? Und Katalysator, Abgastemperatursensor. Also, das ist ja komisch. Aber passt ja schon mal zusammen. Jetzt lassen wir mal laufen den Wagen und hören mal, wie der läuft, weil er sagte, er hat ein komisches Geräusch gehabt. Ja, der hat doch. Also, es können einige Spezialisten ja schon mal nachdenken. Ja, den Auspuff kaputt ist doch ganz klar. Du sollst nicht sagen, dass er kaputt ist. Ja, aber das hört man ja. Ja. Aber stimmt das? Wir heben jetzt mal auf. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das nicht. Ja, zur Diagnose passt, dass da diese Sonden nicht drin, dass die Sonden irgendein Problem haben. Und ja, dass wenn der Auspuff vorne kaputt ist oder auseinander ist. Ja, aber dann zeigt er doch nicht alle an. Wenn er keine Verbindung hat. Wir heben einfach mal rauf. Wir wissen natürlich schon, was kommt. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt so. Ist es jetzt so witzig? Nachher ist es nicht mehr witzig. Oh, warte mal. Geht mal weiter hoch. Drück mal auf den oberen Knopf. Muss man hier die Arbeitskarte rausholen. Kann ich den damit durch die Decke heben? Kannst du. Ja, das ist natürlich so ein Problem. Wir haben hier an dieser Stelle. Sagst du, wann der. Sagst du, ja, wann das Dach sich fallen nicht ist? So viel Platz. Also ein Hochdachfahrzeug. Ja, geht noch, Jürgen. Komm, ja. 20 cm. Ja, weiter, komm. Weiter. Wenn nicht, ist es ein Cabrio. Weiter. Okay. Ja, geht noch. Feischling. Mensch. Ich hab genug. Ja, hast genug. Mir ist hoch genug. So. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, Robert, dann musst du dich ein bisschen bücken. Lieber Jürgen, du musst dich auch bücken. Alter vor Schönheit. Und der Robert muss sich bücken. Dann gucken wir. Ach du Scheiße. Und dann gucken wir da. Am besten guckst du mal da. Hier ist ja gar kein Auspuff mehr runter. Wo ist denn der Auspuff? Wallahü. Guck mal da in die Richtung, Robert. Da hinten. So. Da. Siehst du was? Da ist kein Auspuff. Hier ist das Kabel von der Lambda-Sonde. So, hier ist das Kabel von dem Abgastemperatursensor. Wo ist denn der Abgastemperatursensor? Und da hinten ist das Kabel. Ah nee, hier ist das Kabel von der Lambda-Sonde. Hier, da. Kann man das sehen, Robert? Ja, sieht man. Ja. Ja. Und was sollen wir dazu sagen? Merkt man das nicht, wenn man den verliert? Tja. Also, normalerweise hört man es richtig klappern. Ich gehe mal immer zum Jungen. Also wenn man den. Also wenn man den verliert, würde man das merken. Vor allen Dingen, wenn der Auspuff abfällt, schlägt das unter das ganze Fahrzeug. Aber der ist nicht abgefallen. Der hat gestern Abend sein Auto vor der Tür abgestellt. Heute Morgen setzt er sich das Auto rein, will starten und hört dieses Geräusch. Brrr. War total erschrocken, kam wirklich so hier hin und sagt, hör mal, ich habe da ein Geräusch vorne. Unglaublich. Dem haben wir den Auspuff geklaut. Über Nacht wurde dem das Auspuff geklaut. Und wir haben jetzt mal recherchiert, haben dann bei Mercedes angerufen, weil wir die Neuteile haben müssen. So. Und hier muss ja alles neu, komplett. Es muss alles neu. Ich habe hier ein Bild von dem. Hier, das ist jetzt hier nur. Das ist jetzt hier nur der Katalysator. Und das ist der Rußpartikelfilter. Hier hinter kommt dann natürlich die weitere Außenüberlage noch. Wir müssen alles neu haben. Neue Lambda-Sonde, neuer Temperatursensor. Vorne, hinten, Vor-Cut, Nach-Cut-Temperatursensor. Die Kabel müssen wir gucken, was die da teilweise abgeschnitten haben. Ob wir auch neue Stecker dran machen müssen. Oder ob du die löten kannst. Hier oben ist der Drucksensor. Könnt ihr mal gucken, da an dieser Stelle. Der Drucksensor für den Rußpartikelfilter. Auch die Schläuche abgeschnitten. Der Differenzdrucksensor hier komplett die Schläuche weg, da an die Stelle. Also die sind mit dem Seitenschneider hier drunter hergegangen, aber die haben sich so viel Mühe gegeben, dass sie den Schalldämpfer, wie man hier sehen kann, aus den Gummis ausgehangen haben. Also sie haben die Gummis nicht abgeschnitten,
sondern hier steht normalerweise ein Halter drin, steckt so drin und dann hält der Auspuff hier dran fest. Aber die haben die nicht aufgeschnitten, was ja viel einfacher wäre. Die haben den da ausgehangen. Das Beste ist, das ist hier in Köln auf einer Hauptverkehrsstraße, also wo auch nachts noch jede Menge Autos sind. Aber klar, die legen sich unter das Auto raus, bauen vorne die Schelle aus, kommen an, bei diesem Fahrzeug super dran. Und das wird mit der größten Wahrscheinlichkeit werden das, ja, wegen den Edelmetallen machen sie das. Drücken Sie mal so aus. Also das sind ja Edelmetalle drin in so einem Katalysator. Die Rußpartikelfilter, da gibt es Kohle drauf. Also das sind einfach, die klauen das. Um diese zwei, für diese zwei Teile, den Rest schmeißen die weg. Was oder? Zahlen die für so einen Katalysator? Moment, der ist ja noch in Ordnung, den kannst du ja im Internet wieder verkaufen. Ja, das ist die Frage, ob, weil so viele wie geklaut werden, weil das ist das große Phänomen. Ich habe dann vorhin bei Mercedes angerufen, wegen den ganzen Kosten für die ganzen Klamotten. Und sagt er, wie, bei euch geklaut, ja? Sie sind heute der Dritte. Drei. Hier in Köln allein. Ich vermute mal, wenn ich der Dritte war, wird der Vierte, Fünfte, Sechste. Also bei Autoradios könnte ich mir da vorstellen bisher, dass sie geklaut werden. Ja, aber das lohnt sich nicht mehr. Aber es lohnt nicht mehr. Ja, Autoradios klauen nur eben, das lohnt sich nicht mehr. Aber jetzt sowas hier, das ist doch vielleicht... Auf jeden Fall komplett neue Außenverlage mit allem drum und dran. Hier ist der Ersatzteil, kostet Voranschlag von Mercedes. Wir sind hinter insgesamt, hier unten ist der Preis, 3.088,19 €. Und das sind ja nur die Teile. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was im Kabelschrank ist. Da müssen wir noch gucken, ob der Kabelschrank abgerissen ist, ob die das abgeschnitten haben. Da kommt noch Arbeitszeit dazu. Also ich schätze mal, insgesamt wird es hinter 3,4, 3,5 wird es wohl werden. Wenn kein Stecker dazwischen ist, müssen die zusammen gelötet werden, wenn man sie überhaupt löten kann. Oder teilweise Kabelschrank neu machen. Und wir gehen mal raus hier. Oh, die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Das ist echt eine krasse Sache. Ich habe sowas noch nie erlebt. Du ich schon auch mal? Nicht, nee, habe ich noch nie gesehen. Also für mich ganz neu sowas. Und witzig ist das nun wirklich nicht. Ich meine, wenn so ein Ding weg ist, was, da kostet die Firma richtig Kohle. Nee. Ah, stopp mal. Die haben eine Teilkaskoversicherung für das Fahrzeug. Ich habe vorhin mit der Firma gesprochen. Und die Teilkaskoversicherung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% den Schaden übernehmen. Aber trotzdem fällt der Wagen natürlich aus. Dann deswegen ist es auch wichtig für so einen Wagen, vor allem für so einen Wagen, eine Teilkaskoversicherung zu haben. Ja, das machen aber die wenigsten. Dann noch was. Es gibt von Mercedes mittlerweile, weil die wohl bei den Fahrzeugen ganz oft das Problem haben, eine Vorrichtung. Die kann man da drunter bauen. Die kostet 250 Euro. Ich habe die selbst noch nicht gesehen. Ich als Diebstahlsicherung? Als Diebstahlsicherung. Und der sagt von Mercedes, bei diesen Dingern werden so oft die Rußpartikelfilter und die Katalysatoren geklaut, weil es so einfach ist, die den auszubauen. Ja. So, und das machen die so eine Vorrichtung darunter mit einem Blech, dass man das nicht mehr abschrauben kann und damit hätten sie Ruhe. Hat Mercedes entwickelt. Machen sie Abreißschrauben dran wahrscheinlich. Oder sehr so. Wahrscheinlich. Ja. Für 250 Euro, damit das nicht weiter geklaut wird. Also nochmal, Teilkaskoversicherung ist wichtig. Witzig ist es wirklich für keinen. Aber skurril ist es. Ohne Ende skurril. Und, würde sagen, lass mal gucken, haben wir noch was Skurriles? Zum nächsten, ja. Oder was Skurriles? Haben wir auch immer. Oh, der mit der Antriebswelle. Das ist der Hammer. Da. Komm her, Jürgen. Aber das ist kein Auto, Holger. Das ist ein Plastikkarton. Nee, das ist was viel Schöneres. Also das habe ich gestern schon repariert, das Auto. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist der Hammer. Wir haben vorhin hier diesen Golf reingefahren. Wir sollten den Wagen eigentlich nur für den TÜV durchschauen. Ein Mitarbeiter von mir fährt an und geht klock und kein Antrieb mehr. Also normal aus der Parkung raus fährt an. Und wir gedacht, okay, da ist das Getriebe auseinandergeflogen. Gab es ja bei dem Golf öfters mal Probleme, dass irgendwas da im Getriebe abreißt. Dann haben wir den Wagen hochgehoben. Normalerweise kommt ja aus dem Getriebe die Kraft nach links zum linken Rad und nach rechts zum rechten Rad über die Antriebswelle. Also vom Motor ins Getriebe und dann über die Antriebswelle. Und da in der Richtung musste irgendwas sein. Und wir gingen davon aus, okay, da ist bestimmt Getriebe auseinandergeflogen, wie vorhin schon gesagt. Aber schaut euch das mal an. Ich habe sowas noch nie gesehen. Hier, die Antriebswelle. Einfach komplett abgerissen. Komplett abgerissen, die Antriebswelle. Unfassbar. Jetzt haben wir natürlich gefragt, ey, wie kann denn sowas passieren? Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Es kann sein, dass irgendjemand mal die Antriebswelle ausgebaut hat, hat die zu fest angezogen und da was drin verletzt. Es könnte sein, dass... Ja, das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit. Oder, dass wir irgendeinen Fehler haben in der Verarbeitung von dieser Antriebswelle. Weil das beim Anfang, also selbst wenn ich die Kuppen ja volle Pulle kommen lasse, da fliegt ja sowas nicht auseinander. Ja, ich rufe den Kunden an. Am besten ist, er kommt vorbei, guckt sich das an. Weil, ich meine, dem das zu erklären, wird relativ schwierig. Das ist mega. Wie kann denn sowas passieren?
Ja, wir sind nur damit angefahren. Und wenn man sieht... Wie denn? Vollgas? Ja, selbst wenn du... Kupplung flitschen lassen? Ja, selbst dann ja, da bricht doch sowas nicht an. Selbst dann nicht. Und man kann sehen, das ist ein ganz frischer Bruch. Da ist nichts drunter gerostet oder irgendetwas. Das ist einfach ein Materialfehler. Vermutlich. Vermutlich ist es ein Materialfehler. Hier vorne sitzt ja dann die Schraube drin, die das ganze Ding zusammenhält. Und die Schraube hier auch noch, die muss ja auch irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und der Hammer ist, wie gesagt, das ist echt ganz frisch. Der Wagen, der stand da in der Mitte von der Halle und wir wollten den auf die Bühne fahren. Der Tolga ist mit gefahren, fährt an, boah, und sagte, da ist das Getriebe auseinandergeflogen. Hammer, ne? Und was sagt der Kunde dazu? Ja, dem haben wir das gezeigt und dem ist natürlich auch klar, ich meine, jedem und euch auch, der sieht, hat sowas noch nicht gesehen, dass so ein Ding abreißt. Vielleicht habt ihr eine Idee, dann schreibt uns das hier in die Kommentare, was das sein könnte, weil das ist ja... Hat der Kunde gesagt, ihr seid schuld? Nein, hat er gar nicht gesagt. Er war total vernünftig, hat gesagt, das gibt's doch gar nicht, ich meine, da kann keiner was dafür. Selbst wenn wir damit einen Burnout durch die Halle gemacht hätten, wäre das... Passiert sowas nochmal? Ich habe vor, sowas passiert, wenn der fest schön auf die Autobahn ausfällt. Haut die Gelenkwelle dann da rum und die zerfetzt dir alles. Das kann man auch vorher nicht merken. Das kann man vorher nicht merken. Das geht plötzlich einfach paff und das Ding ist fertig. Bis dahin ist er ja gefahren. Ja, klar. Ist abgerissen. Ist ein bisschen hingefahren. Ja. Toll. Kuriose Sachen in unserer Werkstatt. Wenn euch das Spaß macht, Jürgen, wo müsst ihr dann drücken? Da. Ja, besonders schön sieht das nicht aus, aber drückt einfach da drauf. Ja. Abonniert uns, dann wissen wir Bescheid. Euch macht das Bock. Wir finden es sich auch schön, wenn es abonniert wird. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Gute Zeit. Bis nächste Mal. Ne? Ciao.